danke. 24. Er um die 60, sie 20 Jahre jünger. Er eine Lichtgestalt, sie früher seine Sekretärin. Richtig, die Rede ist von Kim Jong-il. Nicht nur Franz Beckenbauer hat am Wochenende nämlich seine Hochzeit nachgefeiert, auch der handliche Diktator aus Nordkorea hat wieder geheiratet. Er dankte dem Himmel, dass Erfolg sexy macht und ehelichte seine Sekretärin, Namen übrigens auch Kim heißt. Er redet halt am liebsten mit sich selbst. Die Öffentlichkeit war natürlich von beiden Zeremonien ausgeschlossen. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die Reichen und Schönen heiraten. Nämlich hier, bei WeddingSutra.com. Da gibt es ein paar Fotos der Hochzeitstorten von prominenten Brautpaaren. Die Eiffelturmtorte des Schauspielers Blair Underwood oder die Monstertorte von Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas für 13.000 Dollar. Zuzüglich Fettabsaugekosten. Ja, auf der Party von Kaiser Franz hatte wirklich nur Prominenz Zutritt. Und alle waren sie da. Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Johannes B. Kerner, Günter Netzer und seine Frisur. Aber falls es so ein paar lästige Kamerawinker doch auf die Hochzeitsbilder geschafft haben sollten, auch kein Problem. Denn dafür gibt es ja jetzt den Tourist Remover. Ein Online-Bildbearbeitungsprogramm, das aus zum Beispiel Urlaubsfotos die störenden Touristen rausrechnet. Sie schießen einfach 3 bis 5 Aufnahmen desselben Motivs und der Tourist Remover erkennt automatisch, was wichtig ist und was stört und erstellt daraufhin ein neues, perfektes Bild. Ja, sehr lustig. Kim Jong-il hat ja übrigens schon als junger Mann Frauenherzen gebrochen, wie heute internationale Abkommen. Kein Wunder, denn er sah schon immer sexy aus und hat sich kaum verändert, wie man auf den Fotos in diesem Forum sehen kann. Andere Politiker dagegen haben sich verändert, wie Tony Blair etwa, der früher nicht nur den Hut, sondern auch die Frisur seiner Mutter trug. Sich dagegen weitestgehend treu geblieben ist Wladimir Putin, der schon seit Jahren den gleichen Scheitel hat und die gleiche ansteckende gute Laune. Also man glaubt das ja kaum, aber dieser Kim Jong-il hat so eine Ausstrahlung, die Frauen fallen reihenweise in Ohnmacht. Ja, selbst wenn sie in anderen Ländern sind und über was ganz anderes reden. Aber zum Glück arbeitet man ja gerade beim Fernsehen immer mit hilfsbereiten Kollegen zusammen. Tja, leider haben nicht alle Männer so viel Erfolg bei Frauen wie Franz und Kim. So zum Beispiel der Student Matthew Dembski. Der hat in seinem Studentenwohnheim nämlich eine Couch angezündet, in der Hoffnung, bei der nachfolgenden Evakuierung Frauen zu treffen. Jetzt sitzt er erstmal im Gefängnis und hofft noch eine Weile solo zu bleiben. Haben Sie auch etwas verbrochen, das Ihr Gewissen belastet? Falsch geparkt, Eigenblutdoping, französische Mütter beleidigt? Na, dann beichten Sie es. Und wenn Sie bei dem Wetter nicht in einem stickigen Beichtstuhl sitzen wollen, dann gehen Sie ins Beichthaus. Da können Sie sich nämlich alle Ihre Sünden von der schwarzen Seele schreiben. Egal ob Fremdgehen, Betrug oder Mordgedanken. Hier werden Sie alles los. Ach ja, und beten Sie zu Gott, dass der Sünder mit der Nummer 12390 nicht Ihr Angestellter ist. Oder wenn doch, geben Sie ihm um Himmels Willen einen Arbeitsvertrag. Wenn Ihre einzige Sünde ist, dass Sie das Lied Smoke on the Water gut finden, dann gehen Sie nicht beichten, sondern hierhin. Auf die Homepage von Ian Gillan, dem ehemaligen Sänger von Deep Purple. Dort können Sie nämlich beim Smoke on the Water Wettbewerb mitmachen. Als Sänger, Gitarrist oder gleich als ganze Band können Sie hier einen der berühmtesten Rocksongs nachspielen. Ja, und wenn Sie gewinnen, treten Sie mit Ian Gillan live in Las Vegas auf. Wahnsinn, oder? Wann wird man schon mal von hunderten Menschen gleichzeitig ausgebuht? So, jetzt mal die Dating-Seite zugemacht, unsere Spieletipps. Schnurzelmaus 76 können Sie auch noch später was vorlügen. Viel Spaß! Das war Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss. Übrigens, womit pflegt Kim Jong-il seine dritten Zähne? Mit Korea-Tabs. Ich sag dir, das ist ein Brüller.